So, hallihallo, ich bin's nochmal. So, ich lade mir gerade von YouTube Videos runter von Domian. So drei so kleine Videos sind das. Länger als für 14 Minuten pro Video gehen die nicht. Ich habe aber ganz speziell nach diesen Videos gesucht, weil damit ihr mal seht, es gibt noch so Bekloppte wie ich, die an Geister glauben, weil da haben sehr viele angerufen. Es gab ja mehrere Sendungen von Geistern, übernatürlichen Sachen und so. Ja, schade, dass Domian nicht mehr kommt. Ich habe den ja immer sehr gerne gesehen. Und schade, dass der da vor Jahren seine letzte Sendung hatte. Dem traue ich heute noch nach, dem Domian. Ja, ich habe den immer regelmäßig geschaut und der hat immer, ne, wenn dann eine Themennacht war, hat er immer sehr interessante Themen gehabt, der Domian und so. Ja, auch wenn er offene Themennacht hatte, und man da zu jedem Thema anrufen konnte, war da auch oft sehr interessant, da so die Sachen von anderen Leuten zu lauschen. Ja. Und es gibt doch sehr viele, die so wie ich an Geister und Übersinnlichen Sachen glauben. Also nach diesem Video, da hänge ich die Domian-Dinger an, da, ne? Und da bildet euch eure eigene Meinung dann darüber, wie das nun so ist und überhaupt. Und ob er daran glaubt. So. Ich bin gerade dabei, das letzte runterzuladen von Domian. Ja, und dann mache ich das Video so bald fertig und so. Nur wann ich das hochladen werden tue, das weiß ich noch nicht. Also es gibt ja da die komischsten Geschichten da, wie die Leute die Geister wahrnehmen und generell und so. Also ich bin nicht die Einzige auf der Welt, die sowas glaubt. Und ich bin mir heute noch todsicher, dass mein Opa in meiner Wohnung spuken tut. Also, ne, davon kann man mich auch gar nicht abbringen, indem ich da schon solche Erfahrungen mitgemacht habe. Das, ne, dass ich den schon zweimal nachts im Schlafzimmer gesehen habe. Einmal stand er an meinem Kleiderschrank und beim zweiten Mal saß er ja auf meinem Rolli, in meinem Rolli drin. Ja, und beim zweiten Mal, wie er in meinem Rolli drin saß, hat er mir damals meine Brille kaputt gemacht und gleichzeitig auch mein Handy kaputt gemacht. Mein Ex-Freund, den ich hatte, der wollte mir ja weismachen, dass das
meine Katzen fangen, aber meine Katzen, die will mir nicht gleich zwei Sachen gleichzeitig kaputt machen. Meine, dass die mir vielleicht eine Brille kaputt machen, will ich ja gar nicht sagen. Haben sie noch nie gemacht, aber möglich ist es. Aber da machen die nicht gleichzeitig noch mein Handy kaputt, was neben meiner Brille lag. Also davon ab und außerdem, dass die irgendwas kaputt gemacht haben, ist bis zum Zeitpunkt noch nie passiert und ist danach auch nie passiert. Warum sollen sie ausgerechnet nur ein einziges Mal zwei Sachen kaputt machen? Ne, davon ab, das meine ich. Also ich bin mir sicher, dass es mein verstorbener Opa war, der nach dem Rechten schauen wollte. Der Meinung bin ich ja jetzt. Egal, ob er mich jetzt für dumm verkaufen soll oder nicht. Oh, mein Kater, der rennt wieder da rum, wo er nicht rumrennen soll. Den erschlag ihn nochmal, das Vieh. Aber egal, so. Ja. Das ist der Kater, der immer so eine Scheiße macht. Und immer da rumrennt, wo nicht rumrennen soll. Sag mal Miau, Flockni? Sag doch mal ehrlich, das sieht doch aus wie IA, ne? So. So, das war Flocke, mein Kater, damit ihr mal seht, was das für ein Schlingel ist. Ja, auf jeden Fall glaube ich daran. Und an sowas, wie man jetzt sieht, bei Domäen bin ich nicht die Einzige, die an sowas glauben tut, davon ab. Wer weiß, ob die bei Domian auch die Wahrheit sagen, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich persönlich glaube den Leuten, weil ich weiß, dass es sowas gibt. Nicht umsonst bin ich nachts, also die ganze Nacht immer auf und gehe jetzt morgens schlafen, weil ich auch irgendwo Angst habe, dass ich wieder mal meinen toten Opa sehe. Und so. Ich weiß zwar, dass der mir nie was tun würde, aber irgendwo habe ich doch ein bisschen Schiss dann. Ich persönlich, naja, gut. Also, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei dem, was ich auch immer tun werde. Bye, bye. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Jutta und Jutta ist 48. Hallo Jutta. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Also, mir ist Folgendes passiert. Ja. Mein Vater ist verstorben. Und Wann? ich habe das Haus geerbt. Wann ist er verstorben? Vor 2 Jahren. Ja. Hab auch Geld geerbt. Wie viel, wenn ich Dann, fragen darf? bitte? Wie viel, wenn ich fragen darf? Das waren
45.000 Euro. Nicht schlecht. Dann bin ich mit den Kindern ins Haus gezogen. In das Haus vom Vater. Genau, mit den zwei Kleinen, der Große war ja schon ausgezogen. Bin in das Haus gezogen. Die Mutter lebt auch nicht mehr? Nee, die ist vorher gestorben. Ja. Mhm. Dann haben die Kinder ausgelost, es waren unten 4 Zimmer und oben 4 Zimmer. Mhm. Unten war Wohnbereich, oben war Schlafbereich. In diesem großen Haus hat der alte Herr zum Schluss alleine gelebt? Ja, genau. Ja. Dann haben die Kinder ausgelost, welches Zimmer sie haben wollten, weil in einem Zimmer ist der Opa verstorben. Mhm. Und mein Kleiner, der hat dann das Zimmer bekommen, wo der Opa verstorben ist. Mhm. Die erste Woche war Ruhe. Die zweite Woche ist der Kleine in der Nacht aufgewacht und hat geschrien, der Opa war da. Oh. Habe ich gesagt, du hast geträumt. Wie klein war der Kleine denn da? Wie viele Jahre? Sieben schon. Sieben. Mhm. Und er hat gezeigt, wir sollen in den Keller gehen. Der Opa hat gezeigt, ihr solltet in den Keller gehen? Genau. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du hast geträumt und es ist nie wahr. Und ja, dann habe ich das ausprobiert. Hab in dem Zimmer geschlafen. Mhm. Und mir ist dasselbe passiert. Doch bloß. Mhm. Du hast deinen toten Vater gesehen? Genau, und er hat immer nach unten gezeigt. Wie ist der tote Vater dir erschienen? So wie er gelebt hat. Hattest du schon geschlafen? Ja. Und dann bist du aufgewacht? Oder wie war das? Ich bin dann aufgeschreckt und im Traum. Durch was bist du aufgeschreckt? Das war ganz komisch. Ich habe geträumt, er steht vor mir und zeigt auch nach unten. Aber das war nur ein Traum zunächst. Habe ich gedacht. Ja. So. Dann ist mein großer Sohn gekommen und ich habe das dem erzählt. Ach so, du warst davon ausgegangen, es ist ein Traum gewesen. Genau. Ja. Mhm. Dann sagt mein großer Sohn, Mama, erzähl das niemand. Die weisen dich in die Psychiatrie ein. Ja. Ja. Vielleicht, ja. Genau. Und dann ist es immer schlimmer, waren immer schlimmer. Was heißt das? Und dann habe ich gesagt, so, ich verkaufe das Haus. Ja, Moment, langsam. Was heißt immer schlimmer, immer schlimmer? Für die Kinder. Der Opa ist immer wieder erschienen? Genau. Wem ist der Opa noch erschienen? Mein mittleren Sohn, der ist 15. Aha. Und der hat mir dasselbe erzählt. Hast du denn dann auch nochmal in diesem Raum geschlafen? Ja. Und der Opa ist wieder erschienen? Genau. Also dein Vater. Genau. Und dann hattest du nicht mehr den Eindruck, das ist ein Traum. Nee. Wie hast du denn deinen Vater gesehen? Wirklich ganz real, so wie er vorher war, oder irgendwie so ein halb durchsichtiges Wesen? Das war ganz komisch. Das war so kalt, so. Es war ganz komisch. Aber du hast ihn ganz klar als Menschen gesehen. Genau. Was hat er angehabt? Der hat einen Anzug angehabt, so wie er immer angezogen war. Hat er dir in die Augen geguckt? Ja. Er hat aber nichts gesagt? Er hat nur gezeigt. Er hat nach unten gezeigt? Genau. Also du deutest das Keller? Ja, das war das Mysteriöse. Dieser Raum ist im ersten Stock gewesen des Hauses? Genau. Und er hat immer nach unten gezeigt. Das heißt, er könnte auch das Erdgeschoss gemeint haben, nicht unbedingt den Keller. Ja, aber der Obergau kommt ja noch. Ja, erzähl mal. Und dann ist ein Bekannter von meinem Papa gekommen und der hat zu mir gesagt, er hilft mir beim Streichen. Mhm. Übers Wochenende. Mhm. Und habe ich gesagt, gut, okay. Und dann habe ich den in den Kinderzimmer schlafen lassen. Hast du ihn vorgewarnt? Mhm. Hast du extra... Hast du es extra gemacht, um mal auszuprobieren, ob er das auch erlebt? Genau, genau. Und nicht so nett, aber egal, erzähl mal, wie ist dann weiter hier? So, und der ist am nächsten Früh aufgewacht und hat gesagt, du wollen wir nicht mal in den Keller gucken. Und dann habe ich gesagt, du bist ja zum Streichen da. Mhm. Aber nie in den Keller zu gehen, da ist ja nur Ramsch. Nee, komm, wir gucken mal in den Keller. Dann habe ich gesagt, nee. Ich gehe nie in den Keller, weil... Hast du ihn denn nicht gefragt, wie er auf die Idee gekommen ist mit dem Keller? Ich habe dann zu ihm gesagt, wieso sollen wir jetzt in den Keller? Und dann hat er gesagt, das ist echt komisch. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich es ihm erzählt. Ja. Und dann hat er gesagt, ich habe ihn auch gesehen. Genau.
Das ist ein Knaller. So, warum geht ihr denn, seid ihr nicht in den Keller gegangen? Warum nicht? Du musst doch mal in den Keller gehen, wenn du in ein Haus ziehst. Es war ja nur im Keller Ramsch. Ja, vielleicht hat der Vater im Keller 100.000 Euro versteckt. Nee, 65 waren es. Wie, 65? Gerade war, 45 hast du geerbt, 45.000. Genau. So, und dann war es blöde. Ich habe dann gesagt, gut, okay, weil die Kinder, der Kleine hat ein eigenes, mit dem muss ich zum Psychologen. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll. Und in Hugusburg glaube ich nicht mehr, ich verkaufe das Haus, ziehe um und fertig. Und habe das auch gemacht. War damit die Geschichte zu Ende? Ich hab dann das Haus verkauft und da musste ich mir den blöden Keller räumen. Ja, jetzt halte ich mich gerade fest, was jetzt kommt. Du hast es gerade ja schon angedeutet. Wir haben dann den Keller geräumt und da war im Keller früher unten ein Badezimmer. Ja. Wo die mit Holz und Kohle geschürt haben. Ja. Und dann habe ich jemanden beauftragt, der wo das rausreißt. Ja. Und vorne, wo das Holz und Kohlen rein war. Ja, ja, ja. Ist die Tür aufgesprungen und da ist eine Geldkasse. Nein, das ist ja so. Wahnsinn. Ich saß gerade noch so flapsig, er hatte unten Geld. Ja. Und da waren, du hast es gerade schon gesagt, 65.000 Euro? Ja. Ist ja unfassbar. Was für eine gruselige und schräge Geschichte. Okay. Also deine Kinder haben ihn gesehen, du hast ihn gesehen, dieser Verwandte hat ihn gesehen. Ja. Das heißt, du, spätestens jetzt glaubst du an Geister. Nee. Ja, was? Wie erklärst du dir diese Erscheinung des Vaters? Ich weiß es nicht. Ich sage immer Halluzinationen oder irgendwie. Ja, vielleicht. Was? Weil ich glaube nie an Geister, ich glaube nie an Horoskop, ich glaube an gar nichts. Aber immerhin hast du das Haus verkauft. Ja. Ganz geheuer war die Sache dann doch nicht. Nee, ich habe es gemacht wegen die Kinder. Ach so. Kinder, du hast gesagt, der Kleine hat eingenässt. Der Kleine hat sich dann so reingesteigert, dass er jetzt zurzeit auf Therapie ist. Ach du je, da hört der Spaß ja auf. Da hört der Spaß ja auf. Also er wollte nicht mehr schlafen, im Dunkeln. Klar, er hat Angst, logisch. Immer sowas er hat eingenässt und... Und ihr habt ihm ja die ganze Geschichte auch erzählt, dass da unten Geld liegt wahrscheinlich, ne? Weiß ja, er war ja live dabei. Er weiß dabei, das heißt, er versteht die gesamten Zusammenhänge. Ja doch, also den Opa, den hat er gesehen, der Opa zeigt nach unten das Geld. Ich meine, so meine ich das. Das hat er ja alles mitbekommen. Also das war ganz... Mann, aber dennoch, wie siehst du denn die ganze Sache jetzt so im Nachhinein? Ich weiß es nicht. Also das Komische war ja dann, wie wir umgezogen sind, ich habe seitdem, das ist jetzt ein Jahr her, nicht mehr von meinem Vater geträumt, gar nichts mehr. Nichts, diese Ruhe. Wohnt ihr jetzt in einem anderen Haus? Ja. Und so ein hauchdünne Angst, er könnte jetzt auch wieder erscheinen, hast du nicht? Nein. Das wäre ja noch schöner, wenn er jetzt in dem Haus auch noch Geld finden würde. Und, nee. Nein, nein. Das natürlich nicht. Ich finde ganz interessant, dass wenn du sowas oder wenn deine Familie sowas Heftiges erlebt hat und du hast sowas erlebt, dass du dennoch sagst, nee, ich glaube nicht an Geister, das muss irgendeine andere Erklärung geben. Ja. Ich glaube das ja auch, dass es vielleicht irgendeine andere Erklärung gibt, die wir nur noch nicht imstande sind, vielleicht zu begreifen als Menschen. Das muss nicht unbedingt ein Hinweis auf Jenseits- und Geisterwelt sein. Aber da teilen sich natürlich die Meinungen enorm. Also ich muss sagen, ich habe mich dann auch beschäftigt. Mhm. Und habe gedacht, wieso, warum? Und also ich weiß nicht. Also ich glaube, dass ganz viele heute Nacht ein bisschen Angst haben, wer so vor ihrem Bett stehen könnte, wenn die Leute nachher eingeschlafen sind. Nein, ich will keine Angst machen. Es wird alles gut. Ich habe auch keine Angst jetzt irgendwie. Und habe gesagt, Leben nach dem Tod oder so. Ja, glaubst du denn an das Leben nach dem Tod? Gewisserweise ja. Wenn man daran glaubt, muss man ja nicht unbedingt an Geister glauben. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Es war aber wirklich ein Phänomen. Und jeder hat zu mir gesagt, sag nichts, die weisen dich ein. Die sagen, du bist verrückt oder irgendwie. Also ich sage jetzt nicht, dass du verrückt bist. Ich glaube, dass es so merkwürdige Dinge gibt, die man nicht erklären kann.
es war irgendein Phänomen, letztendlich ja sehr, sehr abgesehen davon, dass der kleine Junge jetzt in Therapie ist und wir hoffen, dass er sich sehr bald erholt und dass wieder alles wirklich gesund wird, habt ihr eine schöne, fette Summe Geld bekommen, ne? Ist ja nicht schlecht. Ja. Jutta, vielen Dank für die sehr ungewöhnliche Geschichte, die du uns erzählt hast. Also das war echt. Das glaube ich. Alles Gute dir. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Meine Frage in meine Regie, mit wem machen wir weiter? Mit Sina. Und Sina ist 22. Guten Morgen, Sina. Hallo, Domian. Hallo, Sina. Hi, ich bin total aufgeregt. Ich auch. Ich bin auch total aufgeregt. Ja, was machen wir jetzt hier beiden? Ich muss dir ganz eben sagen, ich finde dich total toll und ich höre dich jede Nacht. Und wahrscheinlich hörst du das auch 100 Mal am Tag. Danke, aber ich freue mich sehr, dass du sagst. Ja, ich muss dir das einmal sagen, du bist ein ganz toller Mensch. Wirklich. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Also, worum es geht, genau. Bei mir spukt es in der Wohnung, aber hallo. Erzähl mal. Also es ist halt schon ich wohne seit einem knappen Jahr jetzt in meiner Wohnung. Und du wohnst alleine da? Ich wohne alleine da, genau. Und ich höre halt schon seit Monaten, höre ich wirklich jede Nacht um 12.17 Uhr Schritte auf dem Dachboden. Ich muss dazu sagen, ich wohne halt im vierten Stock und über mir ist ein Dachboden und ich wohne im Altbau. Ja, also über dir ist ein Dachboden? Genau, richtig. Ja. Direkt über meinem Schlafzimmer. Ja. Und es ist schon so extrem, dass ich fast nicht mehr zu Hause wohnen kann. Also es ist, natürlich denkt man immer erst so als Außenstehender, man glaubt das nicht und so. Aber meine Freundin hat vor Wochen bei mir gepennt und dann war das wirklich so, dass sie nachts mit mir zusammen aufgewacht ist, weil das so laut war. Das hört sich quasi an, als würde der ganze Tisch umfallen auf dem Dachboden. Immer um 0 Uhr? 0 Uhr 17. 0 Uhr 17, Punkt 0 Uhr 17. Punkt 0 Uhr 17. Und wie lange hält das dann an? Das geht so 10 Minuten. Und du hörst nur hin und her gehende Schritte? Nur hin und, ja genau, Schritte und als würde jemand oben extra was umwerfen. Also es ist so ein extrem lautes Geräusch, dass ich wirklich davon wach werde auch. Geh doch mal um 0.17 Uhr auf den Dachboden. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Und? Da war nichts, da ist komplett nichts. Wer ist denn nach oben gegangen? Ja, mein bester Freund und ich, aber ich stand hinter ihm, weil ich Du hattest Angst. Genau. Und als... Ist er wirklich dann um 17 Minuten nach 0 Uhr hochgegangen? Haben wir wirklich gemacht, ja. Hörte man das oben denn auch noch? Nein, da war gar nichts. Und wenn du dann runtergegangen wärst, oder bist du vielleicht, war unten noch was zu hören? Nee, dann war auch nichts mehr zu hören. Aber es war, weil wir dann eben oben waren, da war irgendwie gar nichts. Und als wir dann unten waren, war auch nichts mehr. Hm. Aber in der nächsten Nacht war trotzdem wieder was. Also es ist ganz... Strange. Und habt ihr euch denn getraut, wirklich auf den Dachboden zu gehen und Licht da auch irgendwie anzumachen? Ja, das Ding ist, da kann man halt kein Licht anmachen, aber wir sind da mit einem Messer hingegangen, was wahrscheinlich nichts bringt. Ein Messer kann in der Regel gegen einen Geist nichts ausrichten. Ja, das stimmt. Aber man macht das halt zum Schutz, ne? Natürlich. Ja, und dann ist halt, vor 3 Wochen war das dann so, dass ich von Samstag auf Sonntag nachts bin ich in meinem Zimmer, also in meinem Schlafzimmer, bin ich wach geworden, weil ich das Gefühl hatte, dass in meinem Zimmer... Ich habe da halt so einen Schminktisch stehen, dass der komplett umgefallen ist. Das war so radikal laut, dass ich wach geworden bin. Du warst aber nicht vorher besoffen? Gar nicht, nein. Und hast auch keine Drogen genommen? Nein. Würde ich nie machen. Sag mal, du erzählst das mit so einer Lockerheit und Flockigkeit. Wenn das wirklich so ist, wie du das schilderst, ist das eigentlich total gruselig. Ja, das Schlimmste kommt ja jetzt erst noch. Ja, ich erzähle das locker, weil ich ein ziemlich lockerer Mensch bin und immer, wenn ich nervös bin, versuche ich dann auch locker zu wirken. Ich bin nämlich gerade auch wieder bei meiner besten Freundin, weil ich wirklich nicht mehr zu Hause schlafen kann. Ich wollte nämlich gerade fragen, war es denn heute Nacht, also gerade eben quasi auch wieder, weißt du nicht, weil du bei deiner Freundin warst. Richtig. Und dann eben vor 3 Wochen war das dann so, war ich dann sonntags bei meiner Freundin nachmittags, weil sie hatte Zimtschnecken gemacht. Und ja, ist eigentlich unwichtig, aber dann war das so, dass mein Handy an dem Sonntag war komplett, also der Akku war leer. Ja. Und ich habe das dann abends, hatte ich das dann an meine Ladestation gestellt und dann habe ich das angemacht und dann war mein Wecker um 0.17 Uhr eingestellt. Puh, das ist ja ein bisschen wie in einem richtigen Horrorfilm. Ja, aber wirklich wie im richtigen Horrorfilm und vor 2 Wochen ist einfach mein Buch aus dem Schrank gefallen. Zu welcher Zeit? Das war morgens um 9. Hast du es vielleicht nicht richtig reingestellt gehabt? Nee, das ist halt ein Bücherregal, ne? Und da stehen halt ein paar mehr Bücher und das ist da so, also sowas kann man auf der Mitte. Ja, sowas kann man ja vielleicht irgendwie. Was war denn das für ein Buch? Das war ein ziemlich schweres Buch, das war ein ziemlich großes Buch auch. Und was ging es in dem Buch? Das ist so von Karl Lagerfeld. Von Karl Lagerfeld? Also Karl Lagerfeld lebt noch. Das heißt, er kann nicht bei dir spuken. Er
er kann nicht bei mir sputen, richtig. Wir haben ihn ja vorige Woche noch bei Thomas Gottschalk gesehen. Ja, das stimmt. Ja. Aber es macht mir wirklich Angst. Also es ist, wie gesagt, es kommt vielleicht echt witzig rüber, aber es ist, ja, es ist schon extrem. Ich wundere mich immer noch über die Art und Weise, wie du das erzählst. Wenn ich das so erleben würde und ich hätte alles ausgeschlossen, was da vielleicht sein könnte, dass da kein Mensch oben ist und weiß ich was, wäre ich aber im Schockzustand. Ja, das bin ich auch. Natürlich redet man sich immer ein, okay, das ist nichts Schlimmes und vielleicht ist das wirklich, dass irgendwie dann Marder rumläuft oder so, aber ich weiß es nicht. Ich habe natürlich mit meinen Eltern da auch schon drüber gesprochen und die haben halt auch gesagt, ach Sina, da ist nichts und so, aber... Du wohnst seit einem Jahr da. Genau, richtig. Wann hat das angefangen? Das hat ungefähr, ja, so zwei, drei Monate nach meinem Einzug angefangen. Ja, und kann man sagen, dass es seitdem jede Nacht ist? Ja, das kann man gut sagen, ja. Boah, jede Nacht um 0.17 Uhr. Richtig. Also ich muss dazu sagen, es wird halt die letzten Wochen immer extremer. Also es ist halt, es war immer so durchgängig so ein Geräusch und jetzt momentan ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, es kann auch sein, dass ich es mir einrede, aber es wäre jemand in der Wohnung. Also es ist wirklich extrem. Ist dieser Dachboden mit anderen Dachböden irgendwie verbunden oben? Ja, also du musst dir das vorstellen, dass halt der Dachboden, das ist halt für jede Wohnung ist quasi so ein Kämmerchen und dann ist da so ein großer Raum, der über meinem Zimmer ist, wo man halt Wäsche aufhängen kann. Mhm. Könnte es vielleicht sein, dass irgendjemand in einem dieser Kämmerchen ist und dir einen Schabernack spielen will? Ja, das wäre natürlich ein witziger Typ, ne? Wenn ja, er das wäre sehr kurios, weil er nun gerade denn jede Nacht da hochgeht und das macht. Eben, ja. Aber ich meine, man muss ja alles erstmal ausschließen, was auf irgendwelche menschlichen Ursachen zurückzuführen wäre. Das heißt, im Prinzip müsste der ganze Speicher durchkämmt werden, ja. Ob da nur wirklich kein Mensch ist und kein Tier. Aber ja, ein Tier schließt du aus, weil du sagst, das sind wirklich Schritte. Das sind wirklich Schritte, wirklich. Du hörst aber keine Stimmen, kein Stöhnen. Gar nichts. Das ist wirklich extrem. Wie alt ist das Haus? Das ist, glaube ich, schon ziemlich alt. Das ist halt ein Altbau. Und ich wohne an den Landungsbrücken, die sagen dir bestimmt was. In Hamburg. In Hamburg, ja klar. Ja, genau, klar. Richtig. Ja, ja. Und also da gibt's ja auch diese Hexengeschichten da vom Hafen und so. Ich weiß nicht, ob da was jetzt mit zu tun hat. Ich bin eigentlich gar nicht so, wie soll man sagen, eigentlich glaube ich gar nicht so an Geister, aber... Vielleicht ist dort oben vor vielen Jahren ein Mensch umgebracht worden. Ach ja, das habe ich nämlich auch schon gedacht. Oder es hat sich ein Mensch aufgehängt. Nein, ich will da gar nicht jetzt weiter spekulieren. Ja. Hast du mit dem Vormieter mal gesprochen? Ob der Habe sowas... ich schon gemacht, und? Ja. Der hat das nicht so empfunden? Der hat das gar nicht empfunden. Also er meinte auch, er hat das noch nie gehört und er wüsste nicht, wovon ich rede. Gibt es andere Leute im Haus, mit denen du darüber gesprochen hast? Also das habe ich auch zu deiner Redaktion schon gesagt, ich habe halt eine Nachbarin, das sind halt Vermutungen, die halt, glaube ich, viel mit Okkultismus und dem ganzen Zeug auch viel zu tun hat. Ich weiß nur nicht, ob sie... Weil sie geht mir halt auch ganz viel aus dem Weg. Also es ist so, ich kann sie nicht direkt angucken. Die wird schuld sein. Die macht irgendwas. Meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht macht die irgendetwas, dass sich das so anhört, als wäre das auf genau über dir. Vielleicht ist es im Grunde genommen in der Nebenwohnung. Manchmal gibt es ja so komische Schallverbindungen, dass man das, man denkt, es ist über einem, aber es ist nicht über einem. Ja, das ich hoffe nicht. Wie viele Leute wohnen denn auf dieser Etage bei dir? Du? Drei Leute. Drei Leute. Genau. Mhm. Ja, sie ist schon ein bisschen komisch. Ich hoffe, die hört jetzt nicht zu. Nein, die hört bestimmt jetzt nicht zu. Die macht jetzt ganz andere Sachen. Ja, genau. Bin ich ganz sicher. Aber du hast sie konkret und gezielt darauf noch nicht angesprochen. Nee, habe ich nicht. Ja. Habe ich wirklich nicht. Also das kommt ja auch komisch, ne? Ich meine, was soll ich dann auch sagen? Ja. Wir halten aber fest, dass diese Schritte und diese Geräusche haben auch schon andere Leute gehört. Nämlich deine Freundin. Richtig, genau das ist es. Guter Freund von dir. Wie viele Leute? Du hast jetzt von zweien gesprochen. Wie viele haben es gehört insgesamt? Ja, das sind drei, vier sind schon auf jeden Fall. Es war auch schon mal, dass wir zum Beispiel in meinem Zimmer saßen oder in meinem Wohnzimmer, also neben dem Schlafzimmer und haben einfach nur Wein getrunken und dann haben wir wirklich nachts auch diese Geräusche nochmal gehört. Und dann meinte meine beste Freundin, die Mani meinte dann auch so, oh mein Gott, was war das denn? Ich so, ja Mani, das ist genau das, was ich meine, wovon ich immer wieder rede. Jetzt bist du heute bei deiner Freundin. Genau. Aber morgen ist wieder eine Nacht und übermorgen. Wie willst du weiter dich verhalten? Ich weiß es gar nicht. Also ich finde das auch gruselig, egal was da nur hintersteckt. Ja. Wenn so etwas immer auftaucht, ist es irgendwas Merkwürdiges. Das muss nicht unbedingt ein Geist sein, aber irgendwas Blödes ist es. Eben. Und das ängstigt einen. Man liegt im Bett und will schlafen und dann passiert das.
Ja, eben. Genau das ist es. Mann, ich habe keine Idee, was sein könnte, Sina. Ich habe keine Idee. Das ist die Frage, wie lange du es dann aushältst in der Wohnung. Wenn man das nicht ergründen kann, muss man ja so eine Wohnung verlassen. Ja, eigentlich schon. Vielleicht will die okkulte Nachbarin dich wieder rausekeln, damit die Wohnung haben kann. Irgend sowas. Ja, aber ich muss echt sagen, die ist wirklich komisch. Ja. Also wir werden es jetzt nicht klären können. Nee, eben. Ich dachte nur, ich wollte es dir mal erzählen. Vielleicht würdest du das ganz interessant finden. Ja, finden wir alle hochinteressant. Vielleicht haben unsere Zuschauer und Zuhörer auch eine Idee, was das sein könnte. Wenn dem so ist, dann bitte sehr. Die Telefonnummer ist ja bekannt. 0800 220 5050. Genau. Was sind eure, wie würdet ihr das deuten, was da los ist bei Sina? Ja, richtig. Bleib mal dran, vielleicht kommt ein interessanter Hinweis noch von unseren Zuschauern und Zuhörern. Oh, ich bleib sowieso dran, ich höre dich ja immer. Sehr gut, Sina. Also wir sind sehr gespannt und ich hoffe, dass sich die Sache doch irgendwie löst oder dass du da irgendeine Erklärung finden wirst. Ich danke dir, Domian. Könnte ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, du legst auf, wir rufen an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay, tschüss. Ciao. So, das war ja schon mal die schöne Gute-Nacht-Geschichte, so für uns alle für heute Nacht, wenn wir irgendwas hören über uns, vor allen Dingen, wenn man ganz oben wohnt, dann wissen wir, das kann vielleicht sowas sein, wie bei Sina vor sich geht. Erster Anrufer Adam, 63 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Adam. Ja, guten Morgen. So, schön, dass wir uns mal treffen. Ja, das finde ich sehr schön. Ja. Wir unterhalten uns über Horror. Hast du Horror erlebt? Ich habe viele Sachen drauf so und ich mache Geisterjäger. Ach. Ja, ich mache Geisterjäger mit dem Andy zusammen. Mit dem Andy, den wir alle kennen? Bitte? Ja, mit Andy. Du machst also mit Geisterjäger? Ja, mit dem Andy zusammen mache ich Geisterjagd und so weiter. Okay. Wir haben auch schon Aufträge gehabt und so weiter und so fort. Und ja, Moment. Wir machen auch selber. Das sind so Friedhöfe, wir machen alte Ruinen. Mhm. Wir machen Dachböden und so weiter und so fort. Ja, was heißt wir machen? Wann tretet ihr in Aktion? Wir treten immer nachts in Aktion. Wo andere schlafen, da bin ich schon dran. Wer beauftragt euch denn? Keiner. Also ich habe schon mal Anrufe gekriegt, wo ich runter musste nach Herzogenrath, weil da die Post abging. Und dann habe ich da aufgenommen. Aber da haben wir wirklich was drauf. Ne? Ja. Wir haben Stimmen drauf und ein Kind. Moment, was genau war in Herzogenrath los? In Herzogenrath war gewesen, da wurde ich angerufen von meinem Sohn und von meiner Schwiegertochter, dass da oben was abgeht und so weiter. Da wurde unterm Bett geklopft. Also in einem Haus? Und so weiter. Und Moment. In einem Haus ging es ab, oder wie? Ja, im Haus. Ja, okay. Im Haus und so weiter. Und da wurde unterm Bett geschlagen und so weiter und so fort. Und dann bin ich nachher auch da runtergefahren mit dem Taxi. Mhm. Und dann bin ich dahin und dann hat sie mir das erzählt und so weiter und so fort. Dann habe ich die Kamera aufgestellt und dann haben wir auch aufgenommen und so weiter. Wir haben auch einen Geist drauf. Moment, ihr habt eine Kamera aufgestellt? Ja, für wie viele Stunden? Infrarotkamera. Sehr gut. Wie viele Stunden ist die gelaufen? 4 Stunden. 4 Stunden. Während dieser 4 Stunden war niemand in dem Zimmer? Nein, war keiner drin, so weiter. So. Wir haben dann Geister drauf gehabt und so weiter und so fort. Ja, nee, nicht und so weiter und so fort. In diesen 4 Stunden habt ihr denn, warst du in dem Haus weiter anwesend? War anwesend, so, ja, habt ihr ich von, war anwesend. Ja, lass mich das auch drin und so weiter. Ja, Moment, nee, lass mich mal fragen, damit wir das auch richtig verstehen. Die Kamera stand in diesem Raum. Raum war zu. Ihr wart in dem Haus aber anwesend. Wir waren anwesend. Was habt ihr in den anderen Räumen gehört? Nee, das war in der Wohnung, wo das passiert ist. Die hatten ja auch das Bett da gehabt in der Wohnung. Ja, ich verstehe schon. Aber was habt ihr denn, ihr wart ja nicht in dem Zimmer. Was habt ihr denn gehört? Was kam aus dem Zimmer für Geräusche? Wir haben so gar nichts gehört. Das hörte man erst dann so auf der Kamera, wenn man es abläuft. Dann hört man erst diese Sachen, was da abgeht. So, was habt ihr denn gesehen? Ich habe schon viele Sachen gemacht, auch Dachböden hier oben und so weiter. Ja, nur langsam. Nur erzähl mal, was ihr da auf der Kameraaufzeichnung gesehen habt. Auf der Kamera haben wir eine Gestalt, die am Fenster vorbeiging. Und dann stelle ich auch Fragen. Und weil die Tochter von ihr im Kinderzimmer immer da mit jemand sprechen tut, das hat sie mir auch gesagt, dann habe ich nachher die Kamera auch da aufgestellt gehabt. Und dann habe ich gefragt, hör mal Bärbel,
Bist du heute vielleicht auch hier anwesend? Wer ist Bärbel? Da muss ein Kind gewesen sein, was damals da gewohnt hat. Kann sein, dass vielleicht das Kind da gestorben ist oder was. Ich weiß es nicht. Woher wusstest du denn den Namen Bärbel? Weil die Tochter immer diesen Namen ihrer Mutter gesagt hat. Ach so. Okay. Das Kind heißt Bärbel. Hast du denn einfach so in den Raum gefragt? Ja, ich habe rumgefragt. Ich habe gefragt, bist du heute hier, Bärbel? Wenn ja, dann melde dich. Währenddessen lief die Kamera. In der Zeit lief die Kamera und dann haben wir das, habe ich so eine Minute auf zwei gewartet und auf einmal hörte ich eine Kinderstimme. Ja, so kam das raus. Eine Kinderstimme. Ja, also die Stimme hat ja gesagt. Und er hat ja gesagt. Und das haben wir ja nachher dann auch im Fernseher abgelaufen gelassen. Wir haben die Kassette nachgeguckt und da haben wir erstmal gehört. Ja, und da hat die aber volle Gänsehaut gekriegt. Hat denn die Stimme noch mehr gesagt als ja? Nee, die hat nur ja gesagt, weil ich habe nicht mehr weiter so gefragt und so weiter. Habt ihr denn die Bärbel dann auf dem Film auch gesehen? Nein. Nein, das nicht. Die hat man leider nicht gesehen. Mhm. Hat man leider nicht gesehen. Hast du denn hast du das zufällig gerade parat, dieses Tonband? Nein, aber ich habe ein anderes Tonband da. Und zwar beschäftige ich mich ja schon seit über ein halbes Jahr mit dem Ende mit der MH370. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Das ist der Absturz Absturz der Maschine, wo die Leute heute noch vermisst sind. Das ist nicht der Absturz Ukraine? Nein, sondern nein, der Absturz Malaysien. Das war die MH17. Ja, okay. Aber die Maschine, die abgestürzt ist mit den 329 Insassen, die bis heute verschollen ist, wo sie heute noch nachsuchen. Ja, über dem Indischen Ozean, ne? Ja. Da habe ich eine Stimme drauf. Da habe ich schon einige vorgeführt und die waren wirklich erstaunt gewesen. Wie? Hatte ich gerade noch deinen Kollegen da mal vorgeführt, aber er hat leider nichts gehört. Aber dann meine Schwiegermutter, die hat dann nachher noch bestätigt, Adam, dass das stimmt. Wie hast du denn gefragt, dass du da was gehört hast? Einfach so in die Luft hinein? Nein, ich beschäftige mich, ich mache ja auch Geisterjagd, ich habe irgendwas an mich, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe irgendwas an mich, dass ich mit Geister irgendwie kommunizieren kann. Ich kommuniziere mit den Geistern. So, dann hast du die Geister. Ich stelle dann jede Menge Fragen und dann warte ich immer so eine Minute auf anderthalb und warte dann auf eine Antwort. Ach so, manchmal kommt was, manchmal kommt auch nichts. Verstehe, wie machst du das? Setz dich einfach hin und sagst... Ja, ich nehme auf, nachts, 12 Uhr habe ich manchmal angefangen, habe ich mich hier hingesetzt. Und dann habe ich gefragt, hier, ich rufe die MH370. Ach so, macht man das. Man sagt, ich rufe die MH370. Und dann habe ich nachher nach die Passagiere gefragt, nach den Captain gefragt und. Und ich habe hier ein Blatt vor mir liegen. Ja. Also ein Briefumschlag, der ist von allen beiden Seiten voll geschrieben. Also da sind Antworten drauf ohne Ende. Wa? So, jetzt hast du gerade gesagt, du hast etwas aufgenommen zu dieser Frage. Ja, und dann habe ich ja auch gefragt gehabt, seid ihr... da und da abgestürzt und dann kam, wie aus einer weiter Ferne, kam das, eine Stimme, die kam raus, als wenn die so hilflos, helft mir oder sowas, so klang oder und, so. Und diese Stimme hast du aufgenommen? Stimme, aber ja, habe ich aufgenommen. So, dann spielst du uns mal vor. Hat ja gesagt. Ja. Ich habe gefragt, warte mal, ich habe gefragt gehabt, seid ihr in den Indischen Ozean abgestürzt und kurze Zeit später, das war genau um 1.27 Uhr, habe ich gefragt gehabt, seid ihr in den Indischen Ozean abgestürzt? Und da kam eine Stimme, die war ganz leise, wie aus weiter Ferne, ja, so in der Art kam das. Also die Geister sprechen Deutsch. Das ist schon mal beruhigend. Jetzt mach uns aber nicht immer. Also, Moment, jetzt mach uns mal nicht so heiß. Die Geister, die sprechen auch andere Sprachen. Gehe ich von aus. Die können alle Sprachen wahrscheinlich. Ja, die können alles. So, jetzt mach uns mal nicht so heiß. Wir wollen diese Stimme hören. Spiel sie uns mal ein. Ja, ich hoffe, dass ihr die hört. Also andere haben es auch gehört und ich hoffe, dass du die hörst. Ich muss das jetzt hier auf Lautstärke einmal machen. Ja. Aber du spielst jetzt die Stimme bitte nicht, ne? Bitte? Nein. Das macht jetzt alles hier... Das macht jetzt alles hier... Also jetzt hast du den... Alles hier die... alles hier... Jetzt hast du den... Jetzt hast du den... So, Nein, jetzt hast du den Fernseher zu laut gemacht. Ne? Jetzt hast du den Fernseher aus Versehen... Jetzt habe ich den Fernseher an und jetzt muss die Stimme gleich kommen. Man muss jetzt ganz gut zuhören.
Wenn ja, dann klopf zweimal. Gehört? Ja, ich habe was gehört. Ich habe in der Tat zum Schluss irgendeinen Laut gehört. Ja, 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 genau, ne? Das ist die Stimme, die ich aufgenommen habe. Deine Kollegen haben das leider nicht gehört. Ja, die haben kein spirituelles Gefühl. Ich habe sofort gehört. Ich lass noch mal laufen. Ja, bitte, bitte. Ja. Da war sie wieder. Da war sie. Ja, und die Stimme habe ich aufgenommen. Ich habe auch noch eine andere Stimme aufgenommen. So, ich habe jetzt wieder auf Taubstumm. Adam, du musst dir das erklären. Du sitzt da und fragst diese Frage so in die Luft rein. Hast du dann neben dir ein Aufnahmegerät stehen? Oder wie geht das? Ich habe die Infrarotkamera drauf gehabt, aber die ist leider jetzt kaputt. Auf dich, während du das fragst? Ja, ja. Du musst mir das richtig erklären. Wie wird das aufgenommen? Mit der Kamera oder mit einem Tonband steht es das wird, Es wird mit der Kamera aufgenommen. Okay. Mit der Kamera wird's aufgenommen. Also Ton auf, so muss man es erklären. Ja, ja. Nimmt auch Ton auf. Nun kann das natürlich auch irgendwie irgendwas Erklärbares sein, ne? Dieses Ja. Ja, das war auf die Frage hin. Wie ich gefragt habe, seid ihr in den Indischen Ozean abgestürzt? Ja, nun wäre das ja nicht so eine Neuigkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist ja recht groß. Du müsstest die mal was fragen, mittels der Antwort man dann auf eine neue Fährte käme. Das wäre interessant. Ich habe mehrere Fragen. Ich stehe auf mehrere Fragen. Auf was für Fragen? Ich habe mehrere Fragen, habe ich da gestellt gehabt, ja. Mhm. Ich bin nicht nur auf eine, sondern ich bin auch auf mehrere. Und zwar habe ich hier eine Stimme, seid ihr in den Indischen Ozean abgestürzt? Ja. Mhm. Danach kam noch zweimal Klopfen. Dann habe ich gefragt gehabt mit, aber auch nochmal mit einer Stimme, kam dann. Und dann kam eine Stimme, wo du mal gesagt hast, hier vor kurzem, vor 2-3 Tagen, ich sag mal du kannst auch ruhig mich du nennen. Absolut, so machen wir das. Drei Tagen. Da habe ich ein Wort von dir erläutern lassen hören, wo du gesagt hast, okay, kannst du dich noch erinnern, wo du mit einer Frau gesprochen hast, wo du so ganz gespannt zugehört hast und wo dann nachher dein Wort kam, okay, das langgezogene, okay, mhm. Ich habe das Gegenteil davon und zwar habe ich das, aha, aber das habe ich ganz klar deutlich drauf, das aha, als wenn da vor der Kamera gestanden hätte, der Mann. Verstehe ich also nicht der so Geist, habe ich voll drauf. Und da war ich mit einer Tina Eiche zusammen, die das hier auch bezeugen kann. Mensch, Adam, du machst mich ja ganz gerade doll. Also, du glaubst auf jeden Fall, dass du Kontakt mit Geistern hast? Ja, ich habe, glaube ich. Weißt du, was irre wäre, gewesen wäre? Beispielsweise, ja, das fällt mir gerade so ein, damals, als man Bin Laden gesucht hat, Wenn du einen Geist gefragt hättest, Geist, wo ist Bin Laden? Und wenn der Geist gesagt hätte, der ist da und da und da, und wenn die Amis ihn kurz darauf da festgesetzt hätten, dann hättest du mich überzeugt. Ja gut, aber das geht nicht so einfach. Ja, das ist mir schon klar. Geister, die machen, was die wollen. Die machen, was sie wollen. Die haben einen eigenen Kopf. Ja, ja, die haben ihren eigenen Kopf. Also, du bist Geisterjäger und du bist voll bei der Sache dabei. Also, ich bin da voll sicher. Also, ich habe hier ziemlich viele Sachen. Ich habe 12 Kassetten schon voll, wo Stimmen drauf sind, wo ich Lachen habe, wo ich sogar auch noch eine Dämonenstimme drauf habe. Also ihr macht das keine Angst? Nö. Gar nicht mal. Nö. Ich habe oben mal auf dem Dachboden bei mir, ich fordere die Geister raus. Ich bin so einer. Aber haben die nicht schon mal zu dir gesagt, Mensch, Adam, lass und du gehst uns auf den Sack. Das ist hier auf der Kassette auch so in dem... Ach, abgelautes Stöhnen, als wenn er sagen will, mein Gott, ist der schon wieder da. So, Adam, wenn ich Geist wäre, ne, dann würde ich sagen, hoffentlich lässt der mich bald in Ruhe, der Adam. Naja, aber immer kurz gesagt hier, da war ich oben auf dem Speicher und ich bin einer, der die herausfordert, weil ich unbedingt die Menschen mal endlich beweisen will, dass es wirklich Geister gibt. Ja. Ja, und da habe ich den auf derartigen, frechen Dinger, habe ich den herausgefordert und wie ich hier auf nachher die Kassette angeguckt habe mit meinem Sohn, da hat er selber noch gesagt gehabt, boah, Adam, hast du gehört? Ich sag, was denn? Ja, hör mal. Dann hat er auch volle Pulle gemacht. Mhm. Da hat der Geist wahrhaftig zu mir gesagt, du Bastard.
Was, du Bastard? Hat er gesagt, du Bastard. Das heißt, wir lernen, Geister können auch fluchen. Ja, so. Oh, die können auch gewalttätig werden. Ich danke dir für den Einblick in die Geisterwelt. Ja, schönes, aber weißt du, was man auch ist, Domian? Ja. Du müsstest mal öfter solche Sendungen machen. Du glaubst gar nicht, was du nicht alles zu hören kriegst. Das Adam, musst du wirklich mal öfters machen. Ja, das wäre wirklich mal interessant. Deswegen werden wir uns beide jetzt verabschieden, damit wir noch viele Leute hören, die uns auch die Geschichten erzählen können. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich. Oh, ich dir auch. Ne? Tschüss, alles Gute. Okay, tschüss. Ciao. Also die Geister können fluchen, das wissen wir jetzt schon mal. Und Geister fühlen sich bisweilen auch belästigt.